PSG muss wahrscheinlich auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Barca auf Neymar verzichten. Die Zeitung Le Parisien vermeldet den Ausfall des brasilianischen Superstars für die Partie gegen dessen Ex-Club am 10. März bereits als fix. Neymar hatte sich im Pokalspiel von Paris gegen den Zweitligisten Caen am 10. Februar eine Adduktorenverletzung zugezogen. Zwei völlig verschiedene Meinungen nach dem Premier League-Kracher zwischen Chelsea und Man United. Thomas Tuchel lobte sein Team nach dem 0:0 bei Sky Sports. Das war ein qualitativ hochwertiges Spiel zwischen zwei sehr starken Teams. Wir waren näher dran zu gewinnen. Es war eine Menge Qualität auf dem Platz. Leistungsmäßig bin ich zufrieden. TV-Experte und United-Legende Paul Scholes sah das völlig anders. Ich glaube, dass Tuchel ein anderes Spiel auf seinem iPad gesehen hat. Ich habe während des gesamten Spiels kein bisschen Qualität gesehen. Oft sind Spieler in guter Position mit einfachen Fehlpässen gescheitert, kritisierte der zweimalige Champions-League-Sieger. Der FC Bayern 2 muss zwei Spiele ohne seinen Trainer Holger Seitz auskommen. Der 46-Jährige hatte sich zuletzt nicht an seine Gelbsperre gehalten und stand beim Auswärtsspiel in Dresden widerrechtlich an der Seitenlinie. Die Folge: Zur Strafe muss Seitz jetzt zwei Spiele aussetzen. Seitz wäre nach der vierten gelben Karte im Ligaspiel gegen Viktoria Köln in der darauffolgenden Partie bei Dynamo Dresden Ende Februar gesperrt gewesen. Da der Bayern-Coach sich an diese Sperre aber nicht gehalten hat, belegte ihn das DFB-Sportgericht am Montag mit einem zusätzlichen Spielinnenraumverbot und einer Strafe in Höhe von 2.000 Euro. Seitz hat dem Urteil zugestimmt, es ist rechtskräftig. Tennis-Superstar Roger Federer wird offenbar nicht wie geplant beim Masters-Turnier in Miami aufschlagen. Laut US-Medien hat der 39-jährige Schweizer, der nach Knieoperationen an seiner Rückkehr arbeitet, seine Teilnahme abgesagt. Beim ATP-Turnier kommende Woche in Doha in Katar soll der 20-malige Grand-Slam-Champion demnach aber planmäßig nach über einem Jahr Zwangspause sein Comeback geben. Grund für den Verzicht auf die Titelverteidigung in Miami ist laut Federers Manager Tony Gottsick die dosierte Terminplanung nach den Turnierstationen in Doha und Dubai. Sein bislang letztes Match auf der Tour war die Halbfinalniederlage gegen Novak Djokovic bei den Australian Open im Januar 2020. Anschließend musste Federer zwei Eingriffe am rechten Knie über sich ergehen lassen.